Du hast gerade ein Album veröffentlicht, wo du mir ein bisschen erzählt hast, wie ihr das erarbeitet habt. Und das waren so zwei lustige Etappen. Erstmal habe ich so das sehr rustikal verstanden, irgendwie in den Vogesen, ganz schlicht, ganz einfach, 7 Tage und dann irgendwann luxuriös in Malaga, 5 Wochen. Was war dazwischen passiert oder was waren die beiden Etappen? So luxuriös war das auch gar nicht, wenn man sich das vorstellt. Das war beides eine ziemliche Hippie-Aktion. So, also in den Vogesen war es erstmal, waren wir oben in den Bergen und was man sagen muss, ist ja interessant, in Frankreich haben die Elektrokonzerne die Möglichkeit, den Strom, ich glaube, 2 Monate lang teurer zu machen. Und die können sich aussuchen, wann. Und wenn es so richtig knackekalt ist, dann wird der Strom in Frankreich richtig teuer. Und genau das war unsere Zeit. Ja? Also dann leuchtet halt quasi dort so ein kleines rotes Lämpchen und das sagt dir dann als Verbraucher, okay, jetzt wird es richtig teuer. Und dann guckst du nach draußen, minus 20 Grad. Und habt ihr in Decken gespielt? Ja, wir haben geheizt mit Öl, mit Briketts, mit so Heizungsdingern, die wir da reingeschoben haben. Also alles, was es gab. Wir hatten innerhalb von, wir waren 7 Leute und wir hatten, glaube ich, 800 € Heizkosten innerhalb von 7, 8, 9 Tagen oder 500 €. Das ist schon ein Unterschied. Und dann habt ihr gesagt, jetzt machen wir den Rest machen wir in Malaga, da wird das Heizen nicht mehr so teuer. Genau. Da waren wir in Vogesen. Ich habe jetzt ein bisschen viel über den Elektrohaushalt geredet, aber wir waren also in den Vogesen, haben dort ein Demo gemacht. Ich war wieder ohne Plattenfirma und haben einfach gesagt, wir machen jetzt ein Demo, suchen dann eine Plattenfirma. Die Plattenfirma war nach den Vogesen gefunden. Und unser Produzent, der hat einen Kollegen in Malaga, der hat so ein Apartment-Konglomerat aufgekauft. Früher mal für Touristen. Und hat da ein Studio reingebaut, ist alles super hippie-mäßig, ganz, ganz easy für die Kenner. So ein ganz tolles Neve-Pult, ja, da drin. Und super. Und da habt ihr dann das Album komplett fertig aufgenommen? Da haben wir dann das Album aufgenommen, genau. Ja, sehr gut. Es gibt im Internet ein Produkt zu kaufen, das heißt Polmann. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, ich wollte das Ding eigentlich Hipstand nennen. Das ist geil, ne? Der Stefan Raab erfindet was, ne? Ich erfinde was. Ja, Stefan Raab macht dich nach wahrscheinlich. Ne? Der hat das gesehen und hat gedacht, ich will auch sein wie Polmann, hat er sich wahrscheinlich gesagt. Ich war eher, hatte nur noch nicht die Chance, im Öffentlich-Rechtlichen dafür Werbung zu machen. Müssen wir mal klären, ob wir das rausschneiden müssen, aber erzähl mal. Also, darf ich dir das Mikrofon kurz in die Hand geben? Ja, bitte. Er muss es demonstrieren. Also ich stehe in einem Musikladen und da sind so ungefähr 100 Gitarren in Reihe, hängen da. Natürlich hat keine Gitarre einen Gurt. Jetzt willst du davon 10 ausprobieren oder alle 100. Du willst ja die beste davon haben. Ne? Und jetzt rennst du immer in so einem Gitarrenladen rum, nimmst dir eine Gitarre, dann suchst du nach dem Stuhl. Der Stuhl ist gerade besetzt, der andere ist da hinten. Rennst du mit der Gitarre zu dem Stuhl, rennst du mit Stuhl und Gitarre zu einem Örtchen, wo du ein bisschen deine Ruhe hast. Das kennt jeder, der im Gitarrenladen nach einer Gitarre sucht. Und dann habe ich immer angefangen, mir die auf den Gürtel abzustellen, ja, und so zu spielen. Weil die meisten machen dann immer den Dressrotal. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, du musst was machen, dann kannst du dir einen Gürtel klippen. Dann legst du die Gitarre drauf. Vielleicht kann dir jemand abnehmen. Und wie hast du dann entschieden, das auch tatsächlich dann in Serie zu geben? Hat dann dich ein Laden angesprochen? Oder das, bin ich zu meinem Manager gegangen. Ich habe eine total geile Idee, muss die Gitarre nicht mehr und dann auf die Hüfte und alles. Und er so, denken wir mal drüber nach, so klingt jetzt nicht so schlecht. Und bei mir war aber ganz klar, das ist unbedingt auch wichtig für, jetzt wird es so ein bisschen QVC-mäßig, für die Gitarrentext hinter der Bühne, ne? Die haben dann auch 10 Gitarren, die sie stimmen müssen und wieder anreichen müssen. Und wenn du lange Haare hast, die ganze Zeit verknotet. Haben die ja alle auch. Ja, die meisten haben dann ganz lange Haare. Auf jeden Fall, dann rennt man zum Patentanwalt, der lässt das prüfen, ob das Patent fähig ist. Dann kann man Gebrauchsmuster zuerst abschließen und danach hin und her. Und dann haben wir eine Firma gefunden, eine große Firma in Deutschland, die gesagt haben, wir machen das. Made in Germany übrigens, nicht in China. Wahnsinn. Ja, das sprechen wir nachher drüber, dass das dir wichtig ist. Wunderbar. Irgendwo vorne.